Ja, hallo liebe Profigemeinde, liebe Profileser, jetzt in diesem Zusammenhang mit unserem großen Schleppervergleich der kleinen Traktoren stehen wir vor den beiden Modellen von Kioti. Kioti hat zwei Traktoren geliefert, weil wir auch wissen wollten, wo liegen die Unterschiede zwischen einem Schalter und einem Hydrostaten. Insofern haben wir von Kioti zwei Modelle. DK5020 heißt der Schlepper, einmal als H-Shuttle-Getriebevariante und als HST als Hydrostat. Die beiden Schlepper unterscheiden sich technisch in einigen Details. Da werden wir jetzt mal direkt drauf eingehen. Kommt mal mit. Ja, der größte Unterschied zwischen den beiden Schleppern Hydrostat und Getriebe ist natürlich der des Schaltens. Bei dem Schalter haben wir vier Gruppen und vier Gänge. Die können tatsächlich hier geschaltet werden bzw. gekuppelt werden mit der elektronischen Kupplung am Ganghebel. Während es beim Hydrostaten über diese Fahrpedale geht. Wir haben hier drei Untersetzungen für den Hydrostat in L, M und H. L ist die langsame Gruppe und H die schnellste. Wenn der Gang eingelegt ist, fährt man einfach mit dem Fußpedal los, drückt das Fußpedal und bewegt sich vor oder zurück. Die Drehzahl des Motors sucht sich der Schlepper hier selbst über die Funktion linke Pedal oder man gibt ihm die Drehzahl vor über einen Drehzahlspeicher wie beim Schalter, der hier geschaltet und in 50 Umdrehungsschritten jeweils aufgerufen werden kann. Auf der linken Seite ist bei dem Hydrostaten die Bremse und bei Kioti ist neben der Einzelradbremse auch hier die Feststellbremse integriert. Ebenfalls ein Unterschied, den nur der Schalter bietet, ist der, dass es bei diesem Modell einen Schnellaushub für das Cut-1-Hubwerk gibt. Das bietet der Hydrostat nicht. Beide Schlepper haben den gleichen Motor. Ein 1,8 Liter Daedong, der Turbo aufgeladen ist und mit Common Rail Einspritzung arbeitet. Beide Schlepper halten die Abgasstufe 5 ein. Beide Schlepper sind ausgestattet mit einem Frontlader von Taesum, der KL5510N. Beide Lader sind mit Euroaufnahme ausgestattet und lassen sich über den separaten Kreuzhebel gut bedienen. Das heißt, man kann hier auskippen, einkippen, hoch und runter machen. Es gibt auch eine Schwimmstellung. Was man wissen muss, obendrauf ist die dritte Funktion geschaltet. Das heißt, für eine Ballenzange oder für ein Krokogebiss kann man hier drücken und dann die dritte Funktion betätigen. Das muss man wissen, weil bei dem ersten Griff wird das auch mal fehlbedient. Bei diesen Schleppergrößen ist es natürlich auch immer entscheidend, welchen Einsatz will man fahren. Ist es ein professioneller Einsatz auf dem landwirtschaftlichen Betrieb? Ist es ein Hobby-Einsatz oder für einen Gartenbaubetrieb? Entsprechend sollte man sich auch für die jeweilige Bereifung entscheiden. Bei diesen Hydrostaten sind Galaxy Garden Pro Reifen aufgezogen, die auf der Straße sehr ruhig laufen. Und im Vergleich zur AS-Bereifung sind beim Hydrostaten Radgewichte eingebaut. Im Heck der beiden Schlepper erkennt man viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, wir haben ein Cut-1-Hubwerk mit Schnellfanghaken, wir haben ein Zugmaul im Schlitten von Scharmüller. Unterschiedlich ist hier, dass der Schalter eine Regelhydraulik bietet über den Oberlenker. Das bietet der Hydrostat nicht. Beide Kioti-Schlepper gibt es natürlich auch mit Kabine. Wir haben uns bewusst bei diesem Test für Plattformschlepper entschieden, weil sie als Hobby bzw. als Hofschlepper so wunderbar einzusetzen sind. Auch aus dem einfachen Grund, weil man gut auf- und absteigen kann. Man kann hier einfach hereinkommen, hat viel Platz. Man sitzt allerdings etwas tiefer, was nicht so ein Problem ist. Ein Luftsitz soll es in Zukunft geben bei Kioti. Das Armaturenbrett hat uns gut gefallen. Neben der Motordrehzahl hat man die aktuelle Vorfahrtsgeschwindigkeit, sowohl analog als auch digital im Blick. Außerdem ist eine Tankanzeige und eine Temperaturanzeige vorhanden. Was uns fehlt, ist die Drehzahl der Zapfwelle. Aber der Motor ist schnell gestartet. Und nach Lösen der Handbremse geht es auch schon los. Was ich noch mal zeigen kann, ist hier die Wendeschaltung, wo man sanft die Fahrtrichtung wechseln kann. Das geht allerdings nur mit Gefühl. Mit Kupplung geht es natürlich noch einfacher.